Aloha, hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Mein Name ist Kate und heute spielen wir Mordekaiser. Das Administrative zuerst, der Anmeldelink steht in der Beschreibung. Ihr könnt euch wie immer anmelden, League of Legends ist kostenlos. So, und jetzt zu unserem Team. Neben mir, dem Imber, LOL, Roffel, Roffel, ich mach alles kaputt, Mordekaiser, haben wir noch Pantheon, Gragas, Silean und Timo. Der kleine Terrorist mit dem langen Bart. AP, denke ich mal, Gragas hier auch, RAP, Pantheon und Timo. Ah, Timo weiß ich nicht ganz genau, Pantheon AD. Gegnerische Team besteht aus dem Herrn Nocturne, der scheinbar nicht in den Jungle geht, Miss Fortune, Garen, auch dem Terroristen, ja, Terrorist ist frei, da ist er halt sehr beliebt, und Tristana, und zwar Facebook-Tristana-Skin. Wow, er hat quasi einen Freund geaddet bei Facebook. Herzlichen Glückwunsch. Schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Mordekaiser an sich ist ein pretty damn OP-Held, aber ich bringe es teilweise fertig, mit ihm so zu failen. Das werden wir ja dann sehen. Wenn ich nicht faile, dann sage ich, lol, ich spiele immer so. Und wenn ich faile, dann sage ich, ja, das kommt halt auch mal vor. Fähigkeiten von Mordekaiser. Wir haben ihn ja jetzt schon in einigen Let's Plays als Gegner bzw. Verbündeten gesehen. Er ist halt sehr beliebt. Fähigkeiten. 25% seines Schadens, den er macht, bekommt er als Schild. Das pro Sekunde 3% verliert. Dann hat er seine dicke Keule, mit der er zuschlägt. Die macht Schaden und die springt halt weiter bis auf drei Gegner. Wenn halt gar kein Gegner da ist, dann bekommt derjenige, der alleine da stand, den doppelten Schaden. Er kriegt halt Bonusschaden. Na, mehr. So. Dann hat er noch so ein passives Metallschrottschild. Das schmeißt er halt auf die Leute drauf. Die kriegen dann Rüstung und Rüstung und Magic Resist. Und die Gegner, die drumherum stehen, Schaden. Und dann haben wir noch den Cone of Destruction. Also Siphon of Destruction. Das macht so einen kegelförmigen Schaden vor ihm. Hier seht ihr da, das leuchtet halt blau und ja, trifft halt Gegner und macht Schaden, nicht? Und seine Ulti ist ein Dot, der heilt ihn für... Also es sind 25% HP des Champions, gegnerischen Champions, der es macht. Die Hälfte davon wird sofort applied und heilt ihn. Und dann tickt es halt nochmal 12% insgesamt 30 Sekunden lang. Und er wird halt insgesamt geheilt für diese 25%. Und ja, mal schauen, wie das hier wohl wird. Minute 2 bricht gleich an, langweilige Phase durchgequakelt. Und schauen wir mal. Mein letztes Let's Play mit Ash war ja, hat mich einige Nerven gekostet. Ich wäre fast in Tränen ausgebrochen. Vor Hass und Wut und was ich nicht noch alles geschoben habe. Mal sehen, ob das diesmal anders wird. Aber ich bin guter Dinge, denn ich bin Mordekaiser. Und Mordekaiser ist spätestens im Endgame, wenn man zum Endgame kommt und er halt so viel Geld gefarmt hat, dass er volles Itembild hat, dann ist er halt irgendwie so lol. Ja, wir haben jetzt Nocturne und... Oh mein Gott. Nocturne und Garen. Aber wir sind der Terrorist und Mordekaiser, also... Geht, zieht euch warm an, eure Gegner. Garen steht halt hier im Busch, macht halt fröhlich einen auf. Ich hab keinen Bock zu spielen, da kommt er nämlich. Tja, und hier, er schmeißt halt ordentlich Bomben. Wie das der Terrorist eben so macht. Garen steht die ganze Zeit hier im Busch. Ich hasse die Anfangsphase. Ist so langweilig, so gammelig. Ah. Ja. Nocturne heißt halt hier auch am Kämpfen. Mal sehen, wie es auf den anderen Lanes ausgeht. First Blood für uns. Das hat sich in den letzten Let's Plays gedreht. In der Regel war es ja immer so, dass First Blood bei den Gegnern lag. Jetzt mittlerweile ist das anders geworden. Tja, und jetzt bin ich tot. Super Fail-Aktion, weil ich Silean retten wollte. Klasse. Merkt euch, rettet nie irgendwelche blöde Typen, die ihr auf der Lane habt, sondern lasst sie einfach in Ruhe und überlebt. Es hat einfach keinen Sinn, diese Leute zu retten. Warum läuft er da rum? Warum laufe ich da? Nee. Unglaublich. Naja, immerhin kann ich mir das zweite Getränk kaufen. Garen zieht sich erstmal zurück und ich bin jetzt auf Level 2. Aber Silean ist auch noch Level 2, wenn ich schnell genug unten bin. Verpasse ich nicht allzu viele EP. Nein, wir sind sogar noch hier. Nocturne macht jetzt Tower Dive. Oh mein Gott, das ist ja so. Das ist ja so oldschool. Tower Dive.
Jo, so, und dann hätten wir schon mal drüber geredet, dass Mordecai sein LOL OP Kack-Hero ist, und ich verkacke erstmal. Super Sache. Genau so muss es laufen. Immerhin, Timo macht hier unsere Facebook-Tristana ordentlich. Zillian ist jetzt weggeportet, aber am Tower direkt jetzt ist es halt nicht so dramatisch. Und da ist er auch schon wieder. Unser kleiner Freund, der Zillian. Bazillen-Terroristen. Quark. Ja, die hier oben scheinen auch nicht allzu viel Spaß zu haben. Und da ist er wieder, der Garen. Der Typ nervt mich auch. Alle Let's Plays, ich habe schon versucht, einige Let's Plays mit Garen, dass er überlebt. Das ist unglaublich. Einige Let's Plays mit Garen aufzunehmen, wenn ich Garen spiele, aber alle sind irgendwie immer am rumbacken. Entweder ist das Internet abgeschmiert oder die Leute, wir haben nur nicht viel gespielt oder wir selber waren nur zu viert oder. Irgendwie habe ich dann keine Lust mehr gehabt, den Helden zu spielen und habe dann einfach ein anderes Let's Play gemacht. Mal schauen, vielleicht spiele ich ihn ja irgendwann nochmal. Ich meine, ich habe den Helden. Die Möglichkeit besteht immer. Und ja, wir sind hier am Tower eingefercht. Wir sind widerlich. Die Gegner sind noch widerlicher. Haha, doof gelaufen für uns. Die hier oben stehen halt mit dem Rücken zur Wand. Aber mal gucken, ob sie Bazille jetzt töten. Und Garen, komm. Wer wettet mit mir, dass Garen im Busch steht? Na, möchte jemand wetten? Oh, ich habe die Wette gewonnen. Oh, ich lauf rein und ich verrecke sogar dabei. Das ist ja nicht los. Nein, bin ich doch nicht. Ich habe überlebt. I survived. Jetzt bin ich tot. Weil voller HP Zillian wegläuft. Ja, es geht gut los. Es geht quasi los wie das letzte Game auch. Ah, genau. Jetzt, nachdem ich tot bin, muss voller Pesilian hinterherlaufen. Weil ihr müsst halt die Logik begreifen. Wenn dein Partner reinläuft, um den Scheintoten zu töten, dann ist es kacke, dann laufe ich weg. Aber wenn dein Partner tot ist, dann laufe ich hinterher und verrecke noch gegen die beiden. Ja, ich hab halt vergessen, das ist die Random Logik 3000. Oh mein Gott. Ja, mal schauen. Ich denk mal, wie gesagt, selbst wenn man den Anfang verfehlt, mit Mordecai, da kann man halt irgendwann dann einfach sich loslegen und sagen, oh, ich hab jetzt volles Itembild, jetzt rock ich halt. Ich komme halt nur nicht wirklich zu Geld. Mit 7 Creepkills als Mordekaiser, hey, es ist schon unterirdisch. Das muss man erstmal schaffen. Tja. Garen steht halt wieder hier in diesem verkackten Busch und nervt mich mit seiner dreckigen HP-Rack. Ich gehe jetzt da rein und regel. Ach, so geilige Karotte. Ja, Zillian ist gerade mal Level 3. Widerlich. So, Garen müsste jetzt sterben. You have slain an enemy. Wenigstens mal ein Kill hier. Ja, Zillian ist halt irgendwie Bob-Held, Bob-Typ. Er ist halt durch seine ganzen Phase, die er gebracht hat, erst Level 3 und deswegen töten sie ihn halt übel schnell. Ich weiß ja nicht, was er dann da rumrennt, aber na gut. Wie gesagt, random. Randoms sind halt Randoms. So, auf den anderen Lanes sieht es so aus, als würden wir Timo in der Midlane rockt. Oben scheinen die auch nicht so die Probleme zu haben, wie es am Anfang aussah. Und ja, ich hier unten, ja, solange ich alleine gegen Nocturne bin. Also Garen ist eigentlich eher so das Problem von denen. Ja, Zillian, genau, das hat's richtig gebracht. Das ist war überhaupt kein verschwendeter Flash. Nein, wie kommst du darauf? Garen müssen wir mal missansagen. Garen wird wahrscheinlich gleich von hier kommen. Ich ping ihn mal, damit Herr Boss Bob sich den halben Meter auch zurückbequemt. Er kommt von da. Ich entschuldige mich bei ihm. Herr Horst Bob, es tut mir leid. Komm. Kommen Sie, Leon, wir gehen zurück. Garen ist halt jetzt mittlerweile 1300. Ist halt widerlich irgendwie, was er da macht. Immer schön Harrison, vor allem damit auch seine Passive nicht anklingt. Ja, und jetzt fehlt Nocturne. Das sagen wir den Leuten auch nochmal.
Damit seine Passive nicht anklingt, damit er halt nicht die ganze Zeit HP reckt. Und ja, wir sind weiterhin hier am rumlaufen und warten eigentlich nur darauf, dass gleich Darkness kommt. Das ist die schöne Ultimate von Nocturne. Und dann gibt er uns ordentlich aufs Gesicht. Piu, piu, piu. Was haben denn die Gegner an Damage? AD, 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 AP, AD. Also Rüstung ist das Nonplusultra. Also gehen wir auf ein Sunfire Cape. Und ich denke mal, danach gehen wir auf einen Rylaith und werden noch ein bisschen mehr auf AP gehen, damit wir die halt auch slowen und nützliche Tank-Abilities haben. Hier, ja, Gragas, töte! Oh mein Gott! Also Zilean Ulti ist quasi eigentlich so ein Aushängeschild von wegen, töte ihn nicht. Aber wenn man es halt nicht drauf hat, dann versucht man ihn während der Ulti zu töten. Und geht dann selber drauf. Das nennt man dann leistungsgerechtes Spielverhalten. Nocturne ist jetzt hier am Rumpfrudeln. Ich habe irgendwie kleine Lags. Der Ping ist gerade auf 250 hochgeschnellt. Warum weiß ich nicht. Ich lade keinen Pawn, falls ihr euch das fragt. Ich habe meine Freundin, ich brauche keinen Pawn. Ja, meine Garen ist hier wahrscheinlich böse im Busch. Genauso wie Nock. Nee, Garen ist da oben. Aber wir haben ja. Timo hat ja seine Scouting-Pilze. Und hier, wir kommen. Wir versuchen hier jetzt ein bisschen Nocturne auf Nocturne einzuprügeln. Vor allem am Tower, aber sollte man das nicht zu sehr zum machen, denn sein 4 kann dich halt auch mal kurz so lahmlegen, dass der Tower dich 3, 4, 5 mal beballert. Und das ist dann eher weniger schön. Ja, Garen hier oben ist aber mit Timo dabei. Ich laufe mal eben kurz hoch, schnapp mir Garen und mache Kill Nummer 2, um meine Kill-Death-Ratio auf 1 auszugleichen. So, gucken wir uns das mal an. Also, er dürfte jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Gut, hätten wir das. Jetzt habe ich auch seinen schnieken Geist. Ach stimmt, das habe ich vergessen. Man bekommt dann auch einen coolen Geist. Und dann tötet man halt gleich noch mehr. Wenn man nicht gerade gegen den Tower läuft. Kein Deutsch! Jetzt bin ich halt scheintot. Und kriege Besuch von Nocturne. Nein, kriege ich nicht. Zilean bekommt Besuch von Nocturne.